Dr. Jakob, die Oberflächentage sind fast fertig. Können Sie schon ein vorzeitiges Fazit mal geben, 2 Stunden vor Schluss? Herr Gesinger, die ZV-Oberflächentage 2015 können wir als Fazit als vollen Erfolg werten. Die Vorträge waren ausgezeichnet und auch die Mitgliederversammlung, die wir bisher abgehalten haben, sowohl von der DGO als auch ZVO, sind von den Mitgliedern sehr positiv aufgenommen worden. Wir sind auf ganzer Linie zufrieden. Stichwort DGO-Mitgliederversammlung. Können Sie uns eine kurze Zusammenfassung geben? Ja, und die DGO-Mitgliederversammlung ist gut verlaufen. Wir haben natürlich unsere Probleme, die wir noch lösen müssen. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir diese auch in Zukunft auch in Angriff nehmen können und auch die Lösungen erarbeiten werden. Nun ist ja Berlin als Tagungsort sehr attraktiv und das hat sich auch in den Teilnehmerzahlen niedergeschlagen. Gibt es Konsequenzen für die Zukunft, dass Sie vielleicht jetzt öfters nach Berlin gehen? Also Berlin ist als Anlaufpunkt für unsere Mitgliederversammlung fest eingeplant, auch sowohl in der Vergangenheit als auch für die Zukunft. In 2 Jahren sind wir auch wieder in Berlin, sodass wir uns auch wieder auf diese Tagungsstätte freuen, denn die Attraktivität von Berlin ist natürlich unübertroffen, allein von der Größe Bundeshauptstadt, aber auch die anderen Städte, wo wir unsere Mitgliederversammlungen und Oberflächentage abhalten, sind meistens auch sehr gut besucht. Können Sie schon ungefähr sagen, was es nächstes Jahr in Garmisch geben wird? Gibt es da schon ein grobes Konzept, einen Plan dafür? Also das grobe Konzept hat inhaltlich so mit der Industrie 4.0 zu tun, aber das ist noch natürlich in der Planungsphase und ich will auch nicht zu viel verraten. Vielen Dank, Herr Jakob, dann sehen wir uns spätestens nächstes Jahr wieder. Ich freue mich.